Ja, Sie werden ihn vielleicht erkannt haben, es ist der erste Bürger unserer Stadt, unser Bürgermeister Karl-Heinz Otto. Ein Leinwandbild der Prinzengarde. Ich hoffe, es findet bei euch zu Hause einen Ehrenplatz und wird dich erinnern an den Tag mit uns gemeinsam mit der Prinzengarde. Du hast ja quasi den Sechser im Lotto ausgesucht am heutigen Tag. Es ging rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und Karl-Heinz musste immer mit zu den ersten fünf gehören, die reingehen. Also der Mann hat heute richtig Stress, lieber Karl-Heinz Otto. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Herzlichen Dank, dass du uns begleitet hast. Dieses Bild ist für dich, möge es dir eine Erinnerung sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herbert, ich danke euch erstmal recht herzlich, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Power, die die beiden hier, die ganze Garde und auch der Spielmannszug in die Säle dieses Landes bringen, das ist schon unglaublich. Und ich bin zwar 6 Stunden dabei, mir tun auch die Füße weh, aber ich kann das nachvollziehen. Aber wenn Sie sehen würden, mit welchem Frohsinn trotzdem diese beiden, der ganze Club hier, da immer einzieht und die Leute für sich einnimmt. Also das ist schon fantastisch, ganz großes Kino. Aber ich darf mich natürlich vor allen Dingen auch bei dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch recht herzlich bedanken. Ihr habt mich alle sehr freundlich aufgenommen, sie haben mich auch mitgezogen, sie haben mir auch gezeigt, wo die Raucherpausen sind. Also sie haben das alles mit mir gemacht, als wäre ich schon ewig dabei gewesen. Das war wunderschön, ein wunderschöner Abend, also den werde ich auch nicht vergessen. Recht herzlichen Dank nochmal. Den ganzen Abend den Stuhl war. Ich sehe ihn da vorne stehen und ich darf dich hier mit Kraft meines Amtes als Prinz Karneval von den Verpflichtungen der Prinzengarde freistellen. Du darfst nun also Platz nehmen bei deiner charmanten Gattin Ingrid und den Rest des Programms von unten verfolgen. Da ist es A ein bisschen kühler, B gibt was zu trinken und C kannst du auch mal alles von vorne sehen. Herzlichen Dank, lieber Karl-Heinz. Ein tolles Programm gehabt, aber dieses tolle Programm braucht natürlich auch einen tollen Sitzungspräsidenten. Sie fragen sich, warum, was macht der jetzt da oben? Ich habe eine relativ eigentlich schöne, aber eigentlich auch sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Ich muss nämlich unseren lieben Herbert heute leider verabschieden, beziehungsweise Herbert macht heute definitiv hier und jetzt seine letzte Sitzung. Der liebe Herbert ist seit 28 Jahren unser Sitzungspräsident. Er hat 28 Jahre Freude und Frohsinn hier präsentiert und auch selber zu Ihnen ins Publikum gebracht. Und ich möchte mich, lieber Herbert, ganz herzlich bei dir bedanken für alles das, was du in all den Jahren, in denen du natürlich auch im Vorstand tätig warst, für die Karnevalsabteilung, für dieses Publikum und für das Kolping Karneval Komitee gemacht hast. Lieber Herbert, herzlichen Dank dafür. Prinzgestellung. Aber ich denke, Herbert, du scheinst wirklich auf dem Höhepunkt deiner Karriere aus. Wir haben in diesem Jahr ganz tolle Sitzungen erleben dürfen mit dir zusammen. Du hast, wie Markus es sagte, alle Sitzungen alleine vorbereitet und auch durchgeführt. Dafür
gebührt hier wirklich allergrößter Respekt. Das Gorpi-Karneval-Komitee führt hier in Gorch die meisten Veranstaltungen durch. Und da muss man natürlich auch immer einen Sitzungspräsident haben. Wir haben seit vielen Jahren ein Team von 2 Sitzungspräsidenten. Trotzdem, man sieht, unser Herbert schafft es auch alleine. Der liebe Herbert verlässt uns natürlich nicht. Er bleibt weiter dem Gorpi-Karneval-Komitee und dem Vorstand treu. Und ich kann sagen, dass ich wirklich froh und dankbar bin, dass der Herbert im Vorstand auch weitermacht und uns mit seinem Rat und Tat und vor allen Dingen auch mit seiner Erfahrung unterstützt. Ich persönlich freue mich da sehr drüber. Herbert, vielen herzlichen Dank auch dafür. Wir haben auch ein kleines Geschenk vorbereitet, wie das so üblich ist. Ein Flachgeschenk, wie man heute so schön sagt. Bitte schön. Und vielen, vielen herzlichen Dank für alles, was du in den vergangenen Jahren für uns und für die Karnevalsabteilung getan hast. Dankeschön. Dankeschön. Dies alles ist natürlich nur möglich, wenn man auch eine Frau hat, die sehr, 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 sehr großzügig ist, weil es geht verdammt viel Zeit drauf. Lieber Hanni, kommst du mal bitte eben auf die Bühne. Vielen Dank dafür, dass du uns den Herbert in all den Jahren immer zur Verfügung gestellt hast. Der durfte immer gehen, du hast immer selbst gute Laune mitgebracht und auch deinen Mann dadurch gestärkt und unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an dich. Rufen wir aus auf unseren lieben Sitzungspräsidenten Herbert und auf die liebe Hanni, ein dreifach kräftiger Sitzungspräsident. Häufig Karneval. Vielen Dank für alles. Dankeschön. Ja, lieber Herbert, ich denke, du bist nicht ernsthaft davon ausgegangen, dass du als mein Kollege im Amt des Sitzungspräsidenten und wenn ich dann noch der Prinz Karneval unserer lieben Vaterstadt Goch bin, so ungeschoren von der Bühne kommst. Lieber Herbert, du hast in diesem Jahr mir ermöglicht, Prinz Karneval hier in Goch zu sein. Du hast das gesamte Mammutprogramm auf dich gezogen. Du hast die gesamte Vorbereitung und Organisation aller Veranstaltungen übernommen. Du hast im Jahre 2005, als ich Sitzungspräsident des Kölner Karnevals wurde, mir die Ideen, die Ratschläge, die Tipps und Kniffe mit auf den Weg gegeben, wie man so ein Sitzungsprogramm zusammenstellt. Wir haben viele, viele Stunden gemeinsam gegrübelt und getan über neue Elemente in Sitzungen, wie wir unsere Sitzungen vielleicht ein bisschen anpassen können, auch der Zeit anpassen können. Wir haben gemeinsam mit anderen Vorstandskollegen auch Koch Singt ins Leben gerufen und haben damit auch, denke ich, den Puls der Zeit getroffen. Du warst schon Sitzungspräsident, als ich als kleiner Junge bei Töne am Berg oben auf dem Barhocker saß, Papas Videokamera vor mir stehen und ich durfte dann filmen, weil mein Vater zu der Zeit noch ein bisschen mehr Power hat und lieber eine Theke gestanden hat. Nee, der hat Technik gemacht. Nee, alles gut. Aber ich habe dich wirklich als Kind damals gesehen, als Videokind und du hast da oben auf der Bühne gestanden als großer Sitzungspräsident. 1991, 92, als du Prinz Karneval warst, habe ich auch euch mit der Videokamera hier und da begleitet, unter anderem einen Auftritt im Arnold-Janssen-Verein, den werde ich nie vergessen. Und ich habe da so als 15-, 16-jähriger Junge gestanden und habe gedacht, boah, ist da denn ein Prinz? Dann willst du auch mal werden. Du warst in vielerlei Hinsicht mein Vorbild. Du warst Lagerleiter im Ferienlager, als ich das erste Mal mit war. Bei Arnold Janssen, es verbinden ganz, 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 ganz viele Dinge, auch privater Natur. Lieber Herbert Maaßen, du kannst stolz sein auf das, was du für dieses Kolpe-Karneval-Komitee in den vergangenen Jahren geleistet und erreicht hast, lieber Herbert. Und wir vom Kolpe-Karneval-Komitee sind dir zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Und als besonderes Zeichen unseres Dankes, als Zeichen des Dankes von mir persönlich, als dein Kollege im Amt, als Zeichen des Dankes von Prinz Karneval und seiner Lieblichkeit, aber auch im Namen der gesamten Prinzengarde, freue ich mich, dir eine kleine Erinnerung an deine Zeit überreichen zu dürfen. Wir haben etwas vorbereitet, und zwar eine kleine Leinwand mit einem Porträt von dir, verbunden mit dem Schriftzug Sitzungspräsident 1983 bis 2011, Herbert Maaßen. Lieber Herbert, ich möchte es dir überreichen. Ich weiß, du hast zu Hause eine Ehren- und Ahnengalerie und ich bin mir sicher, dieses Bild wird dort einen Ehrenplatz finden. Lieber Herbert, verbunden mit dem aufrichtigen Dank
von Herzen. Wir können als Kolping-Karneval-Komitee und natürlich auch als Prinzengarde sehr, sehr stolz auf dich sein. Und du wirst nicht nur in die Ahnen- und die Ehrengalerie bei dir zu Hause eingehen, sondern sicher auch in den Gocher-Karneval und natürlich ganz besonders in das Kolping-Karneval-Komitee. Aber was wäre ein so starker Sitzungspräsident, ein so starker Mann, wenn da nicht eine Frau im Hintergrund wäre? Und liebe Hanni, dein Engagement ist auch nicht zu unterschätzen. Vielen Dank dafür, dass du dein Herbert immer hast gehen lassen. Du hast dafür sicherlich mein Prinzessinnen jetzt verdient. Jetzt überraschen wir dich. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar hatten wir heute ja schon die vierte Flöte optimal besetzt. Und wir werden nun Ihnen zur Ehre, dir zur Ehre und Ihnen zur Freude, wird nun der Ausmarsch von der Prinzengarde persönlich gespielt. Ich darf die Gardisten und Funken bitten, die Instrumente anzulegen. Lieber Herbert, wir haben uns überlegt, wie können wir dich überraschen. Und wir spielen jetzt für dich hier den Ausmarsch. Dafür werde ich mal ein paar Kleidungsstücke ablegen. Nee. Ich krieg die Bums. Den Spielleiter vor der Türe, den Techniker hinter der Bühne.
Dank sagen bei die vielen. Doch den größten Dank ergeht Ihnen. Sie waren ein super Publikum. Dankeschön. Tja, die Kolping-Sitzung ist nun aus. Wir gehen natürlich noch lange nicht nach Haus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hab's gemerkt. Ihr habt gelacht. Ich werde euch jetzt für immer verlassen. Ich sage Tschüss und genau, euer Herbert Maaßen. Aber auch eine zweite Kolping-Sitzung geht nicht zu Ende ohne das Kocher Heimatlied. Doch zuvor möchte Markus... Bereits gehört, liebe Närrinnen und Narren, Herbert hat es gerade nochmal gesagt, seine letzte Sitzung hier im Kastell, die zweite Kartensitzung des Kolping-Karneval-Komitees in der Session 2010-2011. Lieber Herbert Maaßen, wir haben heute schon viel über dich gesprochen, wir haben viel von dir gehört. Wir wissen, mit dir geht eine Ära zu Ende. Lieber Herbert, herzlichen Dank für das, was du für uns gemacht hast. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was bringt das beste Festtagsmenü bei einer Karnevalssitzung ohne einen Koch, der es versteht, diese Speisen zuzubereiten? Lieber Herbert Maaßen, du warst ein grandioser Sitzungspräsident! Blinken Sie